So, also noch einmal das Ganze. Mal schauen, ob wir es diesmal hinkriegen. Oder ob uns die Brücke ein drittes Mal umlegt. Vielleicht sollte ich eine Leuchtfackel zünden. Na, mal schauen. Ja, das war natürlich sehr schlau. Über eine Art Lagerhaus. Ich hoffte, dort ein Auto zu finden. Sehr schön. Hopp. So. Und noch einmal bitte. Hat die Schrotflinte in der Hand. Naja. Gut. Diesmal gehe ich direkt wieder hier hin. Und sie vereinnahmte alles auf ihrem Weg. So. Ah, zu früh gefreut. Zack. Zack. Huch. Cool. Wie kommen wir jetzt hier rein? Da liegt auf jeden Fall eine Seite. Oder? Ja. Was haben wir denn da? Ich warf die Tür direkt vor seiner Visage zu. Er flehte mich an, sie zu öffnen. Und das Arschloch dachte wirklich, ich würde gehorchen. Ich empfand kein Mitgefühl mehr. Schuld auch nicht. Nicht seinetwegen. Einen Moment genoss ich das Geschrei. Ich muss dabei gelächelt haben. Zu mir war keine Zeit. Das Dunkel war hier bei mir in der Hütte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Als Teenager, als mein Interesse am Schreiben begann, war Stephen King eine Quelle der Inspiration für mich. Ich dachte an all die Dinge, die in seinen Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher, schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein und sie rückte näher. Wir haben auf jeden Fall gerade eine größere Taschenlampe gefunden. Hoppa. Was haben wir hier drin? Batterien. Können wir nicht. Moment. Revolvermunition können wir nicht mitnehmen. Das heißt, wir laden den nach und. Ah, egal. Öffnen. Nein! Manno, es kann doch nicht wahr sein. Büchern lebendig wurden. Niemand ist in einer guten Horrorstory sicher. Schon gar nicht die Hauptfigur. Das macht den Spaß daran aus. Das hier war kein Spaß. Die Dunkelheit verleibte sich alles ein. Und sie rückte näher. Genau, das hier ist kein Spaß mehr. Die Waffe laden wir direkt wieder nach.
toll, hier komme ich trotzdem nicht durch. Mal gucken. Hier haben wir eine Thermoflasche. Hier hoch komme ich nicht. Das nehmen wir mit. Hier ist auch nichts weiter. Ja, jetzt können wir auf jeden Fall die Munition hier mitnehmen, aber... Ah, das Tor ist doch jetzt auf. Die letzte hebe ich mir mal auf. Kann ja nie wissen. Okay. Also hier hoch. Da steht schon wieder ein Fernseher. Nehmen wir mit, nehmen wir mit, nehmen wir mit. Nehmen wir mit und schauen wir uns mal an. Wir halten die Fakten unseres Daseins für sicher. Dabei sind sie nur eine dünne Fassade der Selbsttäuschung. Tarnung für einen Kosmos aus Wahnsinn und Horror. Zu oft haben die Sterne recht. In Nine Springs. Heute Abend Familientreffen. Journalist Elman Dernitz' Reise zur Erforschung der Sitten einer Inselgemeinschaft in Nine Springs war weniger als erfolgreich. Schön, dass Sie Ihre Meinung geändert haben. Alte Bräuche, örtliche Mythologie. Mein Redakteur liebt sowas. Nun, Mr. Derleth, wir sind keine Ausstellungsstücke. Aber Sie haben uns Ihre Ernsthaftigkeit bewiesen. Oh, es ist mir ernst. Machen Sie alles wie sonst. Ich halte mich raus und sehe zu. Eigentlich dachte ich, dass Sie uns helfen. Uns fehlt jemand. Und Sie hätten ein direkteres Erlebnis. Wirklich? Natürlich, Mr. Derleth. Tja, das ist wohl das Mindeste. Was soll ich tun? Oh, hier. Ein Kuss kann es zeigen. Ich? Oh, ich. Was? Oh, Mr. Dönisch. Der Bewohner des Fleisches, Nixie Pirka. Er ist zufriedengestellt. Ihr Körper wird seine 1000 Jungen unheimlich beherbergen. Okay. Ja, schön. Eine Manuskriptseite. Was steht drin? Die Dunkelheit kam auf mich zu, saugte alles auf, was nicht nied- und nagelfest war, zerrte an meiner Kleidung. Ich sah die Leuchtfackel, die der Entführer fallen gelassen hatte, und warf mich darauf, als ich spürte, wie meine Füße vom Boden abhoben. Die Dunkelheit umschlang mich wie ein Tornado. Irgendwie konnte ich die Fackel entzünden. Die Dunkelheit brüllte und stieß mich fort. Ich fiel in Richtung des dunklen Sees tief unter mir. Na, das klingt doch... aufmunternd. Aua! Ah, immer diese... Okay, da haben wir ein... Ah, jetzt kommt der Bulldo. Ach du... Hat er uns platt gemacht.
muss irgendwie anders gehen. Ah, Mann! Na schön, na schön, na schön, na schön. So ging es doch schon etwas besser. Guck mal, ich schaffe den blöden Bulldozer auszutricksen. Scheinbar nicht. Da kommt er. Bulldozer haben wir jetzt mal einfach umgangen. Der Sonnenaufgang so gefreut. Wir blieben einige Stunden, um zur Mine zu kommen. Oh, Sonne. Gott sei Dank. Boah. Schauen wir doch mal, wo diese blöde Mine ist. Das Bergwerk war nicht mehr weit. Heute würde ich den Entführer treffen. Er würde mir Alice übergeben. Er musste es. Ein Ertrinkender greift nach dem Strohhalm. Eigentlich habe ich jetzt keine Lust, hier weiterzufahren. Weil, ja, hier ist es so schön. Die Sonne. Egal. Wir fahren. Schritt für Schritt. Fast unmerklich. Hatte ich begriffen, dass die Geschichte aus meinem Manuskript wahr wurde. Der Fortlauf der Handlung führte mich tiefer und tiefer in dunkle Gewässer. Man hatte mir Alice genommen. Barry war vermutlich eingesperrt. Ich war auf der Flucht vor dem FBI. Die ganze Welt war vom Dunkel übernommen und trachtete nach meinem Leben. Alles fühlte sich real an, klang aber auch nach einer Geistesstörung. Hoppala. Ja, und die Brücke hier ist kaputt, also fahren wir hier unten rum. Da liegt eine Seite, oder? Das gucke ich mir mal an. Nee, doch nicht. Sah so aus, aber... War dann doch nicht so. Zum Bergwerk gehen, ja. Und es wird schon wieder dunkel, was? Hoppala. So,
auf der mehr oder weniger richtigen Straße. Und es wird schon wieder dunkel. Juhu. Oder? Nee, doch nicht. Kann ja nicht sein, wenn es gerade der Sonnenaufgang war. Wo haben wir denn das Bergwerk? Ich gehe mal ganz kurz da hoch, mal gucken, ob da irgendwas ist. Da hinten ist das Bergwerk. Hey! Der läuft einfach von alleine nach hinten. Na toll, was ist das denn? Stopp. Ja, so, jetzt geht's wieder. Einmal hier hoch. Hier hoch, da hinten ist das Bergwerk, da unten. Was haben wir hier? Hören wir mal ins Radio. Hier spricht Batman und ihr hört KBFFM. Freunde, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich euch gestern diesen Song in Dauerschleife überlassen habe. Aber ich wurde aufgehalten. Wisst ihr, ich bin jemand vom FBI über den Weg gelaufen, dessen Finger förmlich am Abzug festklebte. Dem müsste man mal gute Manieren beibringen und in den Hintern treten. Und nicht unbedingt in der Reihenfolge. Ich weiß, das sind nur magere Infos und dafür entschuldige ich mich. Ich sollte vielleicht wirklich die Klappe halten, aber ich bin gerade so angesäuert. Denn ehrlich, manche Menschen sollten einfach keine Dienstmarke tragen. Ich bin auch froh, dass Sheriff Breaker da war, um die Dinge glatt zu bügeln. Und falls jemand zuhört, den ich gestern Abend getroffen habe, dann tut es mir leid, wenn sie mein Mundwerk in Schwierigkeiten gebracht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, Sie sind hier nicht der Böse. Alles Gute, Junge. Und ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Und nun zu etwas Erfreulicherem. Unser Gast den ganzen Morgen lang ist Dr. Nelson, aber zuerst etwas Musik. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein, außer dass uns wenigstens einer glaubt. Na schön. Wir nehmen das Auto hier. Das Berg, da unten müssen wir hin. Ich gehe mal hier, steige ich direkt wieder aus, um zu gucken, ob hier was Interessantes drin ist. Oder ob wir komplett hinten rumfahren müssen. Aha. Hier ist nichts. Ja, super. Ich falle direkt wieder runter. Aber doch, da kann ich noch höher. Also noch einmal. So. Vorsichtig hier hoch. Bitte weitergehen, Mr. Wake. So. So. Eine Manuskriptseite. Was steht drauf? Mort war enttäuscht, als er den Schreiber auf der Fähre ausspionierte. Sein Boss hatte Wake als etwas Besonderes dargestellt, aber Mort war nicht beeindruckt. Er hatte aber einen Blick auf die Frau geworfen und sie gefiel ihm wirklich. Mort hatte davon geträumt, Wake in einen Kampf zu verwickeln, doch das war nicht passiert. Aber er würde noch herausfinden, ob der Schmierfink was drauf hatte. Das hatte man Mort versprochen. Der eine Typ auf der Fähre, mit dem ich da hinten noch quatschen wollte, der hinten am... Diesem Idiot haben wir es also alles zu verdanken. Na schön. Wo habe ich das Auto abgestellt? Da steht es. Wir fahren jetzt runter zum Bergwerk. Aber wir haben kein Manuskript. Ja. Die Autolenkung ist etwas... Ja. Gewöhnungsbedürftig. Ich war so früh. Ich sollte den Entführer um 12 Uhr im Hauptgebäude treffen. Das Bergwerk lag still da. Es war jetzt ein Museum. So, ich drücke auf Lesen. Wenn ihr es lesen wollt, macht einfach Videopause und lest es. Vielleicht das ich jetzt nicht alles vor.
Aha. Im Hauptgebäude, das müsste das hier sein. Ups. Da hätten wir auch fast eine Seite übersehen. Als Nightingale weg war und der Nachtwind durch das kaputte Studiofenster hereinwehte, starrte Maine Sarah an. Der Sheriff schaute weg. Maines Stimme bebte vor kaum beherrschter Wut. Der Knabe ist mehr mit Saufen als mit Denken beschäftigt. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Sarah. Er hat einen kranken Blick. Mein Wort darauf, er ist nicht grundlos hinter Wake her. Dahinter steckt nichts Gutes. Ja, das glaube ich auch. Der Kerl mag uns nicht. So, wir sind da. Ich wollte nicht nach draußen. Die Cops mussten nach mir suchen. Durch die Mittagssonne war es heiß hier. Der Tag zog sich dahin. Ich ging im Kopf verschiedene Szenarien durch, wie ich den Entführer foltern würde, um an Alice zu kommen. Oder ich überlegte, was er ihr angetan haben könnte. Ich stellte sie mir tot vor. Ich konnte nicht wissen, ob sie noch im Leben war. Es machte mich wahnsinnig. Pure Verzweiflung trieb mich an. Es war alles Zeitverschwendung. Der Mistkerl würde nicht auftauchen.